Hier ist alte Schule, die goldene Ära des Automobils. Ja, das war, kann mich auch sehr gut daran erinnern, Anfang 1972, ich glaube im Januar war das, da bekam ich einen Anruf zu Hause von Bob Lutz. Der war gerade Vertriebsvorstand bei BMW geworden. Und damals fuhr BMW, hatte BMW den Motorsport an die Tuner delegiert. Das fuhr also Alpina, Schnitzer, Köppchen. Die haben Eigenentwicklung gemacht und fuhren gegen die Ford Capris. Und wir haben mit den Ford Capris die BMWs geschlagen. Und Bob Lutz als Motorsport interessierter Mensch, der hat dann gesagt, das geht nicht, das müssen wir ändern. Und der hat dann mich angerufen, hat gesagt, wir überdenken den BMW Motorsport, ob ich Interesse hätte, da mitzumachen. Und für mich war das zunächst einmal eine sehr schwierige Entscheidung, denn bei Ford hatten wir alles. Wir waren Europameister geworden, hatten die besten Fahrer, hatten ein siegfähiges Auto. Jetzt einfach zu wechseln zu BMW, wo die Lage ja wesentlich schlechter war als bei Ford, das war nicht so einfach für mich. Aber der Grund, weshalb ich dann gewechselt habe, bei Ford waren wir eine Abteilung im Konzern. Und wir waren da den strengen Vorschriften, den Konzernregeln, waren wir verantwortlich. Wenn wir zum Beispiel einen erfahrenen Rennkonstrukteur einstellen wollten, da mussten wir erst eine Ford-interne Ausschreibung machen. Und erst wenn dann keiner zu finden war, also diese Problematik hatten wir bei Ford. Und ich habe mir gedacht, wenn BMW den Motorsport neu organisieren will, dann müssen wir hier eine flexible Organisation finden und etablieren. Und ich bin dann nach München gefahren und wir haben einen ganzen Abend, ja fast eine ganze Nacht lang beim Bob Lutz. Er hatte damals noch keine eigene Wohnung, er wohnte noch im Arabella Hotel. Debattiert, was wir machen sollten. Und meine Vorstellung war eben eine eigene Motorsportgesellschaft, die nicht nur den reinen Einsatz, sondern auch den Vertrieb von High-Performance-Teilen bis hin zu eigenen Autos etablieren kann. Das war damals im Grundsatz. Deshalb bin ich nach München gewechselt, weil ich da die Chance sah, so etwas umzusetzen. Wir haben die ganze Nacht debattiert und bereits am nächsten Morgen sind wir zu Herrn von Kuhnheim, das war der damalige Vorstandsvorsitzende von BMW, gegangen und haben ein Shake-Hand-Abkommen gemacht. Und bereits im Mai 1972 haben wir dann die Motorsport GmbH gegründet. Und das war für mich gar nicht so einfach, denn als ich dann nach München kam, da waren die Tuner, die haben sich nicht gefreut, dass ich komme, denn ich habe ja in deren Aufgabengebiet direkt hineingearbeitet. Ich wollte ja bei BMW selber entwickeln, habe denen also die Entwicklungskapazität verringert, wenn sie so wollen, hatte also nicht nur Freunde da und wir haben da angefangen. Ich habe in einem Großraumbüro einen Schreibtisch bekommen. Mal wieder ein leeres. Leer, ja. Ja, und dann haben wir angefangen. Das war damals der Helle Bein, der hatte eine kleine Rallye-Abteilung. Da haben wir, glaube ich, 5 oder 6 Mechaniker übernommen. Und dann haben wir angefangen, erstmal ein Gelände zu suchen, wo wir dann unsere Werkstatt etablieren konnten. Und da gab es das Wacker-Areal, da war eine kleine Werkstatt. Haben wir dann genommen und dann haben wir angefangen, den 3.0 CSL, das war übrigens noch ein ganz wichtiger Punkt, eine Voraussetzung für mich war, dass man den 3.0 CSL, das war ein Auto, was von Alpina bereits, möchte ich mal sagen, in den Grundzügen vorgedacht war, was aber in 1000 Stück gebaut werden musste, um eine Gruppe 2 Homologation zu erreichen, dass man ein solches Auto baut. Und das hat Bob Lutz durchgesetzt, das war damals ja nicht so einfach, so ein nacktes Auto ohne Antidröhnen, ohne mit Plexiglasscheiben in 1000 Stück aufzulegen und die zu verkaufen. Das Risiko hat er auf sich genommen. Und mit dem Auto, das war dann 200 Kilo leichter als das Coupé, das war das Erste, was wir gemacht haben, dieses Auto erstmal zu homologieren, die Produktion sicherzustellen. Die wurden damals bei Karmann gebaut, um parallel dazu die Rennentwicklung zu machen. Wir hatten natürlich im Hause BMW eine
große Motorsportkompetenz mit Bob, mit Paul Rosche und Alex von Falkenhausen. Das war das Underground Racing Team, die alle Racing machen wollten, aber eigentlich keinen Auftrag hatten. Aber die waren ja alle da, ein enormes Erfahrungspotenzial. Ja, aber wir haben dann mit eigenen Leuten, die wir auch von außen angestellt haben, die Abteilung aufgebaut und haben innerhalb 1972 die Homologation geschafft, das Rennauto homologiert und haben schon im ersten Einsatzjahr 1973 die Europaturmbahnmeisterschaft gewonnen. Das ging unglaublich schnell. Ja, der Paul Rosche war auf der einen Seite froh, dass es endlich einen offiziellen Motorsport gab, aber auf der anderen Seite war er sehr skeptisch. Da kommen jetzt die Preußen und wollten auf einmal Motorsport machen. Und wir haben unsere Werkstatt auch noch auf der Preußenstraße etabliert. Er hat irgendwann mal gesagt, mit den Preußen kam das Chaos. Er wollte nicht direkt in die Motorsport GmbH kommen. Er hat in den ersten drei Jahren von der AG aus für die Motorsport gearbeitet, hat den Formel 2 Motor ja weiterentwickelt, den wir dann, das war auch so ein Ding mit dem Formel 2 Motor, es existierte ein Formel 2 Motor, der zunächst einmal von Apfelbeck und später von Rosche als Vierventilmotor gebaut wurde, aber der wurde im Underground Racing Team gebaut und als wir dann überlegt haben, diesen Motor dann in Stückzahlen zu bauen, denn es gab damals die Möglichkeit, Vierventil-Zylinderköpfe zu homologieren, wenn man 100 Stück baut. Haben wir nachgeforscht, um das kalkulieren zu können, was denn die Entwicklungskosten waren. Die waren nicht da. Das Auto war also alles nach, der Motor war nach Feierabend entstanden. Wir haben dann, das war das erste große Risiko, das zweite große Risiko, was wir eingegangen sind, nach dem CSL 1000 Stück zu bauen, einen Vertrag mit Max Mosle, mit March gemacht. March baute damals etwa 20, 30 Formel-2-Autos pro Jahr, haben denen angeboten, im ersten Jahr exklusiv die BMW Formel-2-Motoren zu verwenden. Und die haben uns auf einen Schlag 50 Motoren abgenommen. Und damit konnten wir dieses Experiment wagen. So ein gegenseitiges Risiko eigentlich, ne? Weil die wussten, für beide Seiten war das ein Risiko, ja. Aber es ist sehr gut aufgegangen. Kann ich mir noch gut erinnern. Beim ersten Rennen wir hatten damals Schwierigkeiten mit dem Titanpleuel. Da ist, ich weiß nicht von wem es war, da ist auf der Ziellinie ein Pleuel in das Zeitnahme ausgeflogen. Also ist der Motor auf der Ziellinie explodiert sozusagen. Ja. Aber das war ein sehr erfolgreich. Ich glaube, wir sind 7-mal Formel 2 Europameister geworden. Und das Gute an der Sache war, wir haben die Motoren ja verkauft an die Kunden. Und diese Formel 2 Europameisterschaft, die waren im Budget null. Die haben uns nichts gekostet. Und das war schon in der Gründungsidee der Motorsport GmbH, dass wir mit Kundenrennteilen und Rennautos und Rennmotoren auch Einnahmen generieren können, um weiter Motorsport zu betreiben. Sie hatten ein festes Budget von BMW, mit dem Sie arbeiten konnten? Wir hatten ein festes Budget und darüber hinaus konnten wir selber Geld verdienen und das Budget noch ergänzen. Und da sind Sie auch auf die Idee gekommen, Fan-T-Shirts zu verkaufen? Ja, das war auch so eine Sache. Wir hatten damals unsere Teamkleidung von Head. Sehr schöne Anorak, die waren sehr schön gestaltet überhaupt, das Erscheinungsbild. Das war ein Punkt, der für uns damals sehr wichtig war, von Anfang an ein gutes Erscheinungsbild zu haben mit den drei Farben. So hatten wir dann auch mit Head einen Lieferanten, der sehr, sehr schöne Anoraks machte. Und dann haben uns die Händler gefragt, ob sie dann auch solche Anoraks haben konnten. Und je größer die Anfrage war, da haben wir gesagt, okay, wir produzieren die jetzt in Stückzahlen und verkaufen die. Und wir haben damals richtig gute Umsätze gemacht und haben natürlich damit auch das Corporate Identity Programm nach vorne gebracht. Absolut. Ja, auch dieser Streifendesign, das war ja auch eine Sache, das war völlig ungewöhnlich damals. Das war, 1972 waren ja die Olympischen Spiele in München und die Gestaltung der Sportanlagen, die hatten damals auch Farbsysteme. Die haben wir übernommen, nur in anderen Farben und da haben wir unser Streifendesign gemacht. Ja. Ja, und die Farbgestaltung selber, die ist sogar, dass wir diese drei Farben Rot, Blau und Violett haben,
Wir hatten damals Verhandlungen mit Texaco war rot. Und da haben wir gedacht, weiß-blau müssen wir mit rot verbinden. Und dann haben wir die drei Streifen gemacht und haben die ersten Autos lackiert oder gestaltet. Das war übrigens waren keine BMW-Designer, sondern aus der Münchner Freundeskreis war das ein Designer, der das so nach Feierabend gemacht hat. Das haben wir dann übernommen. Das ging damals alles sehr schnell. Ja, und dann haben wir weiter mit Texaco verhandelt und der Vertrag ist nie zustande gekommen. Wir haben dann später Castrol gehabt, aber die Farben gefielen uns sehr gut, dass wir gesagt haben, okay, die lassen wir jetzt. Und die, ich meine, die gibt es heute noch. Und dieses Logo, dieses runde BMW-M-Logo, das Motorsport-Logo, das ist auch da entstanden? Das ist da auch entstanden und das war so gefragt und so gut, dass man uns das nachher verboten hat. Denn das Corporate Identity BMW-Logo durfte nicht eingeklammert werden, es musste freistehen. Dann hat man uns das Motorsport-Logo dann, ich glaube es war 77 oder 78, abgeschafft. Aber die Farben haben wir behalten. Infos, Bilder und alles Wissenswerte unter der Internetadresse www.alte-schule-podcast.de.